Hallo YouTube-Welt, herzlich willkommen zu Myself Zockt, heute Train Fever, und ich bin mega dankbar und auch überrascht, dass es so schnell gegangen ist, einen Kartencode zu bekommen, den wir hier jetzt Let's Playen können. Und ich danke ihm, Yves Ferrari, dass er das Spiel mitgemacht hat, wo wir in der letzten Folge angefangen haben. Und ich werde jetzt auch gerade seine Karte hier eingeben und schauen, was da draus geworden ist. Ich wollte nur schnell schauen, haben wir denn da alles so, wie ich es habe? Ja, Französisch gut, okay. Also, Yves, nochmals danke vielmals. Ich hoffe, du hast mir eine schöne und gute Karte ausgesucht. Ich habe sie noch nicht gesehen, ich weiß es nicht. Ich bin selber gespannt drauf, was wird sie. Okay, was ist es so gegangen? DK3ET4G. Okay, stimmt das? Mal schnell eins kontrollieren. Jawohl, das stimmt. Okay, gut, super. Und wir starten das Let's Play. Also, nein, vielen Dank, Yves. Ich hoffe, ich darf dich einnehmen. Yves nennen, sorry, weil ich bin eigentlich mit allen per Du und alle sind es mit mir, von dem her gesehen. Ich hoffe, das geht in Ordnung. Ja, kurz noch schnell etwas zu meinem Vorhaben, so bezüglich Länge von dem Let's Play. Also ich werde pro Folge so 5 Jahre spielen. Also das heisst, wir fangen jetzt 1850 an und 1855 werde ich dann die Folge so mehr oder weniger beenden und so im 5-Jahres-Rhythmus weiterziehen und schauen, wie weit das ist schaffen, wie die Ziele auch schaffen. So, wunderbar, wir sind hier bei Train Fever angelangt und ich tue jetzt hier gerade mal schnell den Cargo einschalten und die Höhenlinie, dass ich so ein bisschen ungefähr eine Ahnung habe, wie das hier aussieht, und schauen wir die Karte hier an. Oh, da hat einen lustigen Namen. Wie heißt das? Yfiniak. Das ist super. Elbeuf. Salon de Provence. Das klingt schön. Das ist jetzt einfach so Herzentscheid, aber das gibt mein Zentrum. So, okay. Ah, Tuch. Okay, das kennt man. Amboise. Du, aber cargomässig läuft hier momentan gar nicht. Exerange, okay, warte schon, da sehe ich das richtig, da kommt Holz, da eine, das ist gut, das behalten wir einmal im Auge. Gut, was haben wir denn da noch? Amboise, haben wir gesagt, durch, da ist irgendwie cargomässig nichts Gescheites rum. Ah ja, wieso soll ich auf Cargo schauen? Ich habe 1,2 Millionen auf dem Schwierigkeitsgrad. Und habe mich entschieden, mit Cargo-Linien anzufangen. Und ich werde auch in eine bestehende Linie einfach einsteigen, weil so habe ich die grösste Garantie, zu Geld zu kommen. Züge werde ich eigentlich noch nicht kaufen, weil die sind mir einfach momentan noch viel zu teuer. Ich meine, so ein Zug kostet irgendwie 200.000 plus 5 oder 6 Anhänger, auch noch einmal 200.000 bis 300.000. Also habe ich schon normal, oh, da sieht es auch noch spannend aus, habe ich schon normal eine halbe Million ausgegeben für ein, ja, für Fahrwerk und habe noch kein Gleis und so. Und du kannst rechnen, 1,2 Millionen minus 500.000, das heisst, ich habe noch 700.000 für, ui, das ist auch krass, ich habe noch 700.000 für Schienen. Und Bahnhöfe. Und der Bahnhof kostet im Durchschnitt 100.000, also zwei Bahnhöfe, zack, 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 oder gerechnet 500.000 für eine Schiene. Und du kannst mal schauen, wie weit das lenkt. Für 500.000 komme ich. Ah, mal schauen, ich könnte jetzt die zwei Städte so knapp miteinander verbinden, so Handgelenk mal Pi. Werden aber pleite. Und das mache ich nicht. Oder besser gesagt, das will ich nicht. Warte, das da sieht auch noch gut aus. Mal auf die Seite nehmen. Ich sag, jetzt sind wir schon eine rum. Okay. Oh. Drei Linien, die ich auf den ersten Blick sehe, die könnte rendieren. Wobei das wird eine extrem lange Linie. Die tun wir mal ausschließen. Ich glaube, ich fange mit denen an, so Herzentscheid. Ich fange mit dieser Linie hier an und baue gerade mal
es einen Ladeplatz für den LKW. Und zwar dort, wo er mir am günstigsten kommt. 12, 1, 11, 4, 10, 5. Oh, da ist er noch günstiger, aber da bin ich dann langsam zweiten Weg wahrscheinlich. Ah, auf dieser Seite kommt es mir noch günstiger. 9. Ja, komm, ein bisschen näher darf es schon sein. Komm, 9,6 ist okay. Also, da eine. Da haben wir 16, da haben wir 19, 19, 16, 16, 1. Ja, was machen wir? 17, 2, 16, 3, 16, 1. Ja, ich tue sehr pingelig, weil wie gesagt, ich spiele auf schwierig und nicht auf einfach oder auf mittel. Wenn ich würde auf einfach oder mittel spielen, wäre mir das im Fall egal. Aber da ist mir das nicht. Jetzt brauche ich da noch ein Step. Ja, komm, das machen wir gerade da. 12, ja, das ist egal. So, das passt. Jetzt machen wir einmal die erste Linie. Historischer Moment in dem Let's Play. Wir führen Holz da hin und nennen das auch gerade so: Holz zu Säge. Wie heißt die Stadt? Erserange. Gut, wunderbar. Die erste Linie haben wir. Und da schicken wir jetzt auch gerade schnell zwei. Ah ja, genau. Es hat ja ein Update gegeben. Es hat ein Update gegeben. Wo. Ich muss mich schnell konzentrieren. Moment. Holz, das Sägewerk. Das Gelb gefällt mir nicht. Was das anders hat. Holz ist. Brun. Gut. Es hat ein Update gegeben. Früher hätte ich jetzt einfach schnell, um das zu zeigen. Früher hätte ich. Warte, das hier wollte ich mir schnell anschauen. Und das hier wollte ich kurz im Auge behalten. Das heißt Zentrum, das geht gar nicht. Herserange Holz heisst du ab jetzt. Claro? Gut. Eben, es hat ein Update gegeben, ich glaube Anfang September, 1. September 2015, wo es ein paar Änderungen mitgebracht hat. Vor dem Update hätte ich die Linie als erstes eingeführt, weil ich hätte dann da können das Öl da durchtransportieren, da hin und mit dem gleichen Karren die Güter nehmen und wieder retourschiffen in die Stadt und hat somit nur von da nach da eine leere Ladung. Jetzt aber dank dem Update muss ich zwei Linien machen und zwar eine Linie, wo da das Öl transportiert, da hin und leer wieder retour und eine zweite Linie, wo nur Güter kann transportieren. Und, also das sind Fuhrwerke eigentlich, kommt es nicht auf die Linie drauf an, es kommt aufs Fuhrwerk drauf an, wo dort die Güter würden dann in die Stadt bringen. Aber ich glaube, das machen wir dann nachher auch noch gerade. Aber ich werde da noch schnell fertig machen. Jetzt habe ich eine Linie noch fein. Und wir machen die zweite noch ein bisschen näher. Von da nach da. Und die nennen wir Güter. Erserange. Oh, nicht mit Dollarzeichen. Güter sind orange, Erserange, orange, das klingt doch gut. Wunderbar. Und jetzt kaufen wir da auch noch gerade zwei Strassenfahrzeuge auf Güter und weisen die zu. Wieso kaufe ich nur zwei? Ich wollte mal die Linie aktivieren. Ich kaufe nicht gerade 5, das könnte ich. Ich könnte auch gerade 10 kaufen, die würden sich ja dann mit der Zeit hier aufteilen. Aber eben, ich habe wenig Geld, darum kaufe ich einfach einmal 2. Und die Linie ist dann aktiv. Also, es heißt dann da, wenn ich da richtig gehe, Linienbenutzung? Nein. Wieso denn nein? Ich habe doch jetzt da zwei Leute da hinten geheißen. Also, es müsste eigentlich ja heißen. Vielleicht muss ich dann halt schon noch mehr Kerne drauf bringen, dass sie dann wirklich aktiviert wird. Das ist jetzt eben die Güte. Wo sind denn die Holz? Die Holzkerne? Sind die da schon oben? Nein, wo sind die denn? Da. Wieso fahren die da oben? Ah, doof, dann muss ich gerade grad noch eine, zwei haben. Mit Holz. Holz, Holz, da. Ist jetzt
doof. Eigentlich hätte die gerade können oder sollen dort rauffahren. Jetzt sind sie. Falsche Knopf gedrückt. Da wartet eben schon und da wartet auch schon. Okay. Gut. Wir machen aber noch jetzt schnell eine zweite Linie. Ah, das ist eben die. Wird sich die lohnen? Nein, mir gefällt die Öl. Ich tue am Anfang gerne Öl transportieren. Wobei, da ist ein so ein mega doofer, grosser Umweg. Da müsste ich keine Strasse bauen. Da könnte ich gerade von da nach da. Ja, komm, wir nehmen die. Wobei. Mal, ich habe dann die Güter, die ich hier produziere, auch noch hier rüber oder eventuell dann später noch dort rüber. Ja, ist gut, machen wir. Also schauen wir aber noch schnell, was hast du für ein Potenzial? Du hast Potenzial 1919 plus 26 Güter und du wettest mehr Eisenerz. Also komm, dann geben wir dir doch mehr Eisenerz. Machen wir das also so. Hier ein kleiner, 13, 10, ah, okay, oh, 9, 9, 9, 9, 7, 9, 4, ich tue nachher dann gerade erklären, oh, das erste Jahr ist gerade vorbei, checke ich gerade, okay, also, geben wir ein bisschen Gas, da noch, wow, warte schnell, da kommt dann vielleicht noch Kohle und da machen wir einen grossen LKW-Platz, nur so nebenbei, das sind Mods, die ich da drin habe, oder die ich geladen habe. Ich könnte jetzt Auto hin tun, würde mich 70.000 kosten. So nebenbei. Aber es hat hier schon einen Hubstapler drin. Und ich finde, für das Jahr 1850 ist das gerade ein bisschen unpassend. Machen wir nicht. Bringe ich dich da 9, 11. Das ist gut, das machen wir. Und wir haben schon die zweite Linie. Die dritte, Entschuldigung. Und zwar, das ist eine recht lange von hier nach. Da, du bringst Erz nach Werk, nicht Erk, Werk, wie heißt jetzt das? Ist jetzt das, ah, es ist wahrscheinlich Bijano, Bijano. Erz ist also dunkelorange. Nachher machen wir hellorange. Ah, da haben wir da Güter schon. Dann machen wir die halt so, ganz hell. Das ist gut. Okay. Jetzt brauche ich da nochmal ein Depot. Das mache ich jetzt ziemlich nahe bei der Stadt. 10, 6, 10, 5. Und weißt du was, bevor du mir da zubaust, mache ich da gerade noch ein Depot für die nächste Linie. Wo wird sie von da nach da? Und du bringst dann die Güter nach Bijano. Bijano, ohne N. Okay, gut. Güter sind orange. Ah, warte schnell. Nein, komm, ich mache dich jetzt so dunkelviolett. Gut. Okay, also jetzt kaufen wir da mal zwei Eisenerzwege. Hallo? Okay, noch eins. Zwei Eisenerzwege, bitte schön. Da eine und nochmal zwei. Ich muss mich da jetzt momentan gerade recht konzentrieren, dass ich nicht den Scheiß mache. So, Güter, Bijano ist das gewesen, genau. Okay, jetzt da haben wir noch eindeutige zu hohe Takt da. Schon wieder falsch. Jawohl. Da kaufen wir noch einmal zwei Güter wegen, wo Güter Erzorange und noch zwei Holz wegen, wobei ich und machen wir gerade drei, wo das Holz gehen holen.
Gut, jetzt bin ich da gerade ein bisschen überladen, weil wir haben hier nämlich 10 und 2, das ist okay so, wo warten abgeholt zu werden. Und wir haben hier können den Takt verkleinern auf 3 Minuten. Da wird es dann sicher noch kleiner werden. Und da werde ich auch ganz sicher noch müssen den Takt verkleinern. Komm, da kaufen wir gerade noch einmal 2 Eisenerz wegen 1, 2 und los. Okay. Jetzt könnte ich natürlich auch noch gerade Kohle holen. Ja, ich sehe zwar, da geht es recht den Berg auf. Pech für die armen Rössli, die hier rauflatschen müssen. 9, 9, 8, 9, 6. Gut, und wir machen eine neue Linie. Von hier nach du bringst Kohle, bist schwarz. Also Kohle, Zuwerk. Ich kann es nicht merken. Bigano. Bigano. Gut. Und dann kaufen wir da auch noch einisch gerade. Oh, ah, Kohle. Sehr gut. 2 auf die schwarze da. Genau. Okay. Gut, wo Holz brauche ich noch und Eisenwerk? Also Holz, das ist da, oder? Jawohl, da wartet vieles und kommen fast keine Rösser. Darum kaufen wir da jetzt noch einmal 3 Holzwege. 1, 2, 3 und führe dich da hin. Gut, okay. Also, jetzt muss ich schnell etwas schauen. Gut, ja, es nimmt auf. Froh, bin ich froh, bin ich froh. Weil es könnte sein, ist mir auch schon passiert, dass es nicht aufnimmt und oder nur den Ton aufnimmt und irgendwie so, ja. Was wollte ich jetzt machen? Da sehe ich gerade nicht 150 Sekunden Güter. Aber du bringst doch jetzt sicher gerade Güter, jawohl. Weißt du was? Du ladisch voll da, du ladisch voll da, du sowieso, weil du machst jetzt langen Weg für das nichts und du auch. Du machst jetzt langen Weg für das nichts, wirst du rumchauffieren und du nicht unbedingt. Dann behalten wir lieber den Takt aufrecht. Jetzt hier bei der Kohle. Du gehst jetzt auch zuerst hier rauf, wieso auch immer. Ist gleich. Mach nichts. Wir kaufen nochmal 2 Kohlewege. Bringen dich da hin. Und dann kaufen wir nochmal. Ich würde fast sagen, einen Güterwagen. Oh, der ist im Plus schon. $137. Wow! Wieso ist das eigentlich das Dollarzeichen ist? Weiss ich nicht, ich hätte lieber das Eurozeichen. Aber ich habe irgendwie noch nicht gecheckt, was für ein Motto sie für da brauchen. Vielleicht weiss ja das jemand, der zuschaut, da gerade, und kann mir sagen, welche Motto sie soll installieren, dass das doofe Dollarzeichen weggeht und dafür das Eurozeichen kommt. Nicht, dass das besser wäre, aber es ist näher. Gut, jetzt tun wir hier noch schnell. Hier noch schnell 2 ins Erz auf die Erzlinie schicken. Wo haben wir es da? Genau. Und aha, jetzt hätte ich können ja da sagen oder eben schauen. Die Ölraffinerie ist noch nicht benutzt, aber da ist schon die erste Vergrößerung geplant in 7 Monaten. Das ist doch super. Versuchen Sie mehr Holz anzuliefern, dann machen wir doch das gerade. Wir kaufen noch einmal Holzkerne. Wo sind sie? Da sind sie. Und weisen die hier zu.
Da sind wir jetzt in einem guten Takt, habe ich das Gefühl. Jetzt würde ich sogar behaupten, könnten wir noch einmal zwei Güterwagen, wo wir auf die Linie schicken. Und dann sind wir da mal sicher gut bestückt mit dem Takt. Also, jetzt der nächste ist wieder der Kohletakt da. Sechs Güter warten dort. Wieso laufst denn du da leer raus? Ah, du hast jetzt gerade. Okay, also kann ich richtig. Nein, du bist an einem ganz anderen Ort. Da haben wir die Kohlen, oder? Ja, da schicken wir noch einmal zwei Kohlenwagen los. Und ich schicke noch gerade zwei Erz los. So, ich habe am liebsten die Übersicht, weil da sehe ich am besten, was eigentlich so läuft. Und vor allem mich interessiert ja auch der Takt, den ich habe. Schon wieder ein Jahr vorbei. Okay, 2 Jahre sind vorbei. Ich habe noch 270'000. Das wird rein theoretisch nochmal für eine Linie länger. Und komm, ich mache die. Die Linie da reizt mich einfach. Aber ich muss. Da, komm, das machen wir. Wir bauen hier eine Straße. Von da, ah, das geht super. 36'000, 35'000. Das ist gut, das machen wir. So, und jetzt bauen wir da noch 8. 8? 8,6 habe ich da gesehen. 8,6. Und da auch nochmal eine 9, 10, 8, 10, 5. 10, 5. 10, 5 finde ich okay. Gut, neue Linie. Und zwar von. Ich konnte nicht davon, ob ich es jetzt so oder so machen, weil er fährt irgendwie eh immer nebeneinander durch, als dass ich mir das denke. Nein, komm, ich wollte eigentlich wirklich zuerst holen. Und dann da. Das wollte ich einfach. Egal. Du bist. Ah ja, jetzt sollte ich kurz schnell schauen, ob das in dem Update geht. Kann ich Ös machen? Nein, geht nicht. Okay. Das haben sie immer noch nicht aufs. Okay, das macht nichts. Wir lernen es ja da nicht lassen bei ihrer. Wie ist das? Godon? Ölsen Goudon, okay. Und jetzt machen wir aber hier gerade auch noch 9, 11, 12, 10. Warte schnell, wir machen. Nein, wir machen zuerst den 10. Komm. 10, 9, das ist mir zu weit. 12, 5. Ja, komm, geben wir mal ein bisschen Geld aus. 12. Ich schaue drauf. Wie teuer das ist, weil meines Wissens ist eben Moment, der Unterhaltspreis hängt vom Kaufpreis ab, den wir da brauchen. Also ich kann das vielleicht schnell anders zeigen. Moment, besser geht es beim Bahnhof, das zu zeigen, weil der ist doch einiges teurer. Oder, also wenn ich jetzt da den Bahnhof baue, dann kostet mir das 80'000. Und der kostet mir dann auch Unterhalt irgendwie, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es 10% sind oder 1% pro Jahr. Das wäre dann irgendwie, ich sage jetzt etwas, keine Ahnung, 800 Stutz pro Jahr. Wenn ich jetzt da oben einen baue, dann kostet mich ja der Bahnhof, ich weiß nicht, ob das siehst, aber da oben kostet mit dem Bahnhof 850'000 und von dem 10% kannst du dir ja selber ausrechnen, geht ein bisschen mehr als vorher. Also 850'000, das heisst, der würde mir 8'000 Stutz pro Jahr kosten, während mir der 800 Stutz pro Jahr kostet. Ja, wie gesagt, auf Schwierigkeitsgrad Mittel, kein Thema. Also nicht so auf Schwierigkeitsleicht, überhaupt kein Thema.
Auf dem schweren Schwierigkeitsgrad ist es eben doch ein Thema. Zumindest finde ich das. So, jetzt schicken wir da noch einiges. Was, schon wieder ein Jahr vorbei? Nein, okay, gut. Jetzt schicken wir da noch einiges. Zwei Kohle oder Eisen. Nein, Kohle. Ich will Kohle schicken. Weil irgendwie. Ja, der ist voll. Mal schauen, ob ich den genug lang beobachten kann, um zu sehen, wie viel Stutz dass ich da überkomme. Da kommt ja auch einer rauf. Was ist das? Eisenerz. Okay, da haben wir noch nähere. Was bringst du? Auch Eisenerz. Zeig mir mal, wie viel Stutz du machst mit deiner Ladung. Ich meine, klar, du kostest 18. Ja, das ist aber nicht gerade viel. 18.000. 19.000. Ich bin nicht sicher, ob diese Linie da wirklich ein guter Entscheid war. Hoffen wir auf die. Hoffen wir auf die. Eigentlich bin ich bis jetzt mit Öllinien immer sehr gut gefahren. Darum kaufe ich jetzt da gerade mal schnell 3, weil da muss ich den Takt um einiges noch runterbringen. Einiges, einiges. Ja. Kohle, du bist leer. Ah, ja, egal. Da wartet nichts. Wieso wartet da nichts? Ah, weil du es wahrscheinlich gerade vorher bist geholt. Ja, genau. Und du kommst jetzt das nächste holen. Wie sieht es aus mit dem Holz? Da haben wir einen guten Takt, machen wir auch guten Gewinn. Also ja, so einigermaßen. Ich könnte sogar noch ein Rössli wegnehmen. Aber das ist schon okay. Haben wir jetzt hier Linienbenutzung? Ja. Produktion 33. Das versuchen sie mehr Holz anzuliefern. Da sind wir ja dran. Jetzt ist das Jahr durch, okay, 53, ah, noch 2 Jahre Zeit. Ich kann nicht das wählen, ich kann das wählen. Keine Vergrößerung geplant, gut, okay. Da sind wir jetzt doch auch wieder ins Plus gekommen. Das ist gut. Da wartet einfach zu wenig. Du müsstest ein bisschen mehr produzieren. Du müsstest ein bisschen mehr produzieren. Hoffentlich bringst du Holz. Nein, du kommst mit Gütern daher. Ja, dann kommst du mit Holz. Ja, du kommst mit Holz. Okay. Gut, wir haben noch 103.000. Schauen wir mal, ob ich das hier investieren. Wie sieht es eigentlich mit der Linie aus, die ich hier gemacht habe? Welche ist das auch schon wieder? Das ist die. Oh, die macht gut Gewinn. Ja, die macht gut Gewinn. So. Ein paar Mal kriege ich 1000, he? Was wartet da? 7 Güter. Okay. Ah, da hat es etwas gegeben. Eisenerz. Da kommt da nochmal Eisenerz. Jawohl. Die Linie sollte jetzt deutlich im Plus sein. Genau. Dann schicken wir doch da gerade nochmal. Ja, nein. Ich werde schnell schauen da beim Öl. Da brauche ich sicher noch halt. Das war das Falsche gewesen, da. Ich werde da, eben, weil ich bin bis jetzt immer gut mit Öl gefahren und wird eigentlich darum auch das Öl da haben. Ah, warte schnell, da habe ich noch gar keine Linie gemacht, hä? Sehe ich das richtig? Jawohl. Güter Saint-Gaudens fällt. Hey, halli, hallo. Da nach da.
Da braucht es noch eine Linie. Güter, Segudens. Oh, mit N. Ohne N. Mit N. Okay, dich machen wir aber grün. Jawohl, das ist gut. Dann kaufen wir wieder zwei. Oh, jetzt hätte ich fast einen Fehler gemacht. Güter. Und bringen die auf die grüne Linie, dass wir dich auch aktivieren können. Und Öl würde ich gerne noch ein bisschen mehr haben. Aber da warten wir jetzt mal. Da sieht es gut aus. Da sieht es vor allem gut aus. Die Kohlelinie macht noch keinen Profit. Aber die Erzlinie ganz gut. Das macht doch schon mal Spaß. Und die Kohlelinie, das wird auch nicht mehr lang gehen. Dann wird die auch Profit machen. Das prophezei ich jetzt schon mal. Denn die Ölstrecke hier, die ist schon extrem lang. Das heißt, ich werde. Ja, ich werde nochmal zwei drauf schicken. Ich habe zwar nicht mehr so ein grosses Polster, aber ich bin überzeugt davon, der Stutz, der kommt ganz sicher wieder rein. Haben wir da schon irgendeinen, der Öl liefert? Nein. Komm, verwünsche ich dich da nicht. Nein. Okay. Der, das ist der erste. Du bist immer noch unterwegs. Willst du mich verarschen? Gibt es noch kein Mal da? Du bist der erste, der Öl liefert. Okay. Komm, mal schauen, ob ich es verpasse, dann zu sehen, wie viel Stutz das du mir bringst. Da habe ich es nämlich verpasst. He? Ja. Ist ja nicht nice. Und jetzt ist da immer noch Linienbenutzung. Nein. Wieso auch immer, weil ich bringe ja Öl da hin. Ich bin einfach noch nicht angekommen damit. Okay, warte schnell, habe ich da volle Ladung, volle Ladung, volle Ladung, da auch, oder? Lade wenn vorhanden. Ja gut, da ist es gleich. Dort können wir einen besseren Takt reinbringen vielleicht. Da wartet nichts. Da kommt dafür Holz. Okay. Wir haben 119'000. Ich werde eigentlich noch probieren, in diesem Jahr ein bisschen Geld zurückzuzahlen, weil das ist eines meiner ersten Ziele, und ich werde verfolgen, da mal den Kredit runterzubringen. Ich habe jetzt noch 1,2 Millionen Kredit und ja, kommt, gebt mir ein bisschen Stutz. Ja, ein bisschen mehr als 2000. Ich könnte natürlich da schnell so, komm, ich mache es einfach, egal. Ich brauche, ich habe 1853 das erste Mal Gewinn gemacht mit meinem Unternehmen, und zwar ganze 11.624 Dollar. Nicht schlecht, nicht schlecht. He? Das nenne ich doch mal cool. Okay. Und jetzt, wenn ich Geld habe, werde ich noch schnell etwas machen, wo ich dann eben vielleicht später nicht mehr machen kann. Darum mache ich es lieber jetzt. Und zwar tue ich die Straße hier verbreitern. Ich mache das aus einem guten Grund gerade jetzt, weil ich werde das brauchen. Und zwar spätestens dann, wenn ich mit dem Passagierverkehr anfange. Um hantieren, jetzt muss ich schon aufpassen. Aber, da sieht man es gerade. Wenn ich das eben
nicht machen, dann gehe ich das Risiko ein, dass zu einem späteren Zeitpunkt irgendwie, weiß doch auch nicht, 1908 oder so, die Häuser so blöd an den Strassenrand gebaut worden sind, dass ich das nicht mehr kann erweitern. Und so spätestens ab dem Jahr 2000 habe ich dann ein Problem, weil dann gibt es Stau auf so Hauptverkehrsachsen, wie das jetzt eine wird sein. Und ich sehe, da hat es, ey, da läuft ja extrem viel, da ist extrem viel los. Also da wird sich sogar eine Passagierkutsche schon lohnen, da runterzubringen. Warte, nicht, dass ich aus Versehen da jetzt noch etwas umdrücke. Also da könnte ich mir wirklich schon überlegen, eine Passagierkutsche in Betrieb zu nehmen. Mache ich aber nicht. Oh, schau, jetzt hat er da Öl gebraucht und ich habe nicht gesehen, wie viel Stutz das er gemacht hat. Aber Einnahmen, da sehe ich 25.000. Ja, das ist gut. Das ist wirklich, wirklich gut. Wir zahlen jetzt noch einmal grad schnell 100 zurück, weil dann habe ich im nächsten Jahr nur noch 25.000 Zinsen zum Zurückzahlen. Und mit dem Takt bin ich momentan zufrieden. Da ist alles grün. Da bin ich sogar sehr zufrieden. Hey, das wäre eigentlich sogar ein idealer Zeitpunkt, um die Folge zu beenden. Darum machen wir doch das jetzt schnell so. Wir schauen dem Rössli da schnell zu, wie es rumfährt. Und ich warte dann einfach, bis es automatisch pecht. Das ist nicht spannend. Komm, haben wir da nicht irgendwie ein besseres Rössli da? Oder wir schauen dem da Ha? zu. Der, Entschuldigung. Excuse, Madame. Wir schauen dir schnell zu, wie du da durch das Städtli laufst. Und einfach weitergehst. Wobei, nein, warte schnell, ich muss jetzt da gerade schon gleich langsam machen, weil ich muss da in Herberange, oder wie heißt es, Erserange, schnell das gleiche machen, wie ich vorher in was auch immer gemacht habe. Und zwar geht es da schon nicht mehr. Seich. Seich, 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 seich. Aber da geht's. Dann mache ich es da schnell, dann mache ich es halt da durch. Da geht es auch nicht mehr. Shit. Oh, Merde, Merde, Merde. Das ist, finde ich jetzt gar nicht cool. Aber dann machen wir es halt so. Und wir haben das Jahr 1855 erreicht, was bedeutet, dass ich mich bedanke fürs Zuschauen. Schön bist du dabei gewesen. Ich hoffe, es hat dir auch so Spass gemacht wie mir. Ich finde, es ist eine recht spannende Karte. Es wird noch eine Herausforderung, da all die Städte miteinander zu verbinden. Ja, in dem Sinn hoffe ich, dass du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Ja, also danke nochmal. Ich bin mich selber und wir sehen uns das nächste Mal.